Herzlich willkommen zur ultimativen Quizshow. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Freuen Sie sich auf tolle Kandidaten, lustige Fragen und jede Menge Spaß. Und hier sind auch schon unsere heutigen Kandidaten. Mein Name ist Danny Heidensperger und ich zerstöre jeden. Ich bin Falko Lamprecht und manchmal verliere ich und mal gewinnen die anderen. Was sind denn eure Hobbys? Wo kommt ihr her? Erzählt doch mal ein bisschen über euch. Ich komme aus Dresden und habe keine Haustiere und derzeit bin ich Single. Bin ich jetzt dran? Also ja, ich komme halt aus Bautzen und hasse aber Senf. Ich fahre gerne Fahrrad, aber halt auch nicht zu viel, ne? Heute spielen wir ein Quiz mit klassischem Punktesystem. Die Kandidaten bekommen eine Frage und 10 Sekunden Zeit, diese zu beantworten. Dazu tippen die Kandidaten ihre Antwort in ihr Gerät ein. Danach werden die Fragen ausgewertet und es werden Punkte verteilt. Wenn die Antwort richtig ist, erhält der Kandidat einen Punkt. Wenn beide die Frage richtig beantworten, erhält jeder einen Punkt. Wenn die Frage falsch beantwortet wurde, erhält niemand einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist unser neuer Quizkönig und erhält eine Krone. Doch genug geredet, fangen wir nun mit der ersten Frage an. Was ist das stärkste Gift der Welt? Ist es A. Milch, B. Arsen, C. Botulinumtoxin oder D. Quecksilber? Die Zeit läuft ab jetzt. 10, 9, 8, 7, 6. Boah, was kann das sein? 3, 2, ich glaube das. 1, 0. Die Zeit ist abgelaufen. Bitte legen Sie Ihre Geräte beiseite. Und Falko, was haben Sie genommen? Bitte erklären Sie uns warum. Also ich habe zwischen A und C geschwankt, weil wir alle kennen ja die Laktoseintoleranz. Und ich habe mich dann schweren Herzens letzten Endes für A entschieden. Okay. Und Danny, was haben Sie genommen? Bitte erklären Sie uns auch warum. Also ich habe C genommen, da ich die Frage schon aus der Schule kenne. Und deswegen bin ich einmal durchgefallen und das passiert mir nicht nochmal. Wird es nun A oder doch C sein? Wer wird diesen Punkt bekommen? Das erfahren Sie nach einer kurzen Werbepause. Jetzt haben Sie die einmalige Chance, dieses brandneue Samsung S5 zu gewinnen. Rufen Sie dazu einfach die Nummer 0815 an oder senden Sie eine SMS mit Schnäppchenjäger an die 0000. Wenn Sie innerhalb der nächsten 5 Minuten anrufen, bekommen Sie zum super Sparangebot auch noch dieses neue Samsung J5 dazu. Und das gratis. Doch halt, die ersten 7 Anrufer werden zusätzlich mit dem super mega Spargeschenk belohnt, welches zu den beiden Geräten zusätzlich auch noch ein neues Samsung A5 beinhaltet. Also rufen Sie jetzt an oder schreiben Sie eine SMS. Schön, dass Sie wieder da sind. Kommen wir nun zur Beantwortung der Frage. Welches ist das stärkste Gift der Welt? Ist es A. Milch oder doch Botulinumtoxin? Die richtige Antwort lautet... Botulinumtoxin! Jawohl! Doch das war erst der Anfang. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Diese lautet... Wie lange fährt ein Zug der Deutschen Bahn mit 120 km/h für eine 120 km lange Strecke? Ist es A. 1 Stunde, B. 2 Stunden, C. 3 Stunden oder D. undefiniert? Eure Zeit läuft ab jetzt. Eigentlich ist das ja logisch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Zeit ist abgelaufen. Bitte legen Sie Ihr Gerät beiseite. Danny, wie haben Sie sich diesmal entschieden? Bitte erklären Sie uns auch warum. Ich habe diesmal eine Stunde genommen, weil er fährt ja in einer Stunde 120 km/h. Okay. Und Falko, wie haben Sie sich diesmal entschieden? Bitte erklären Sie uns auch warum. Ich habe mich für Antwort D entschieden, weil es ja ein Zug der Deutschen Bahn ist und wir alle kennen die Deutschen Bahn. Okay. Wer wird recht behalten? Die richtige Antwort lautet... D! Undefiniert! Und hier kommt die offizielle Erklärung. Undefiniert, da man nicht sagen kann, wie viele Ausfälle oder technische Probleme es geben wird und damit auch keine genaue Auskunft über die Fahrtdauer gegeben werden kann. Ach so. Kommen wir nun zu einer etwas anderen Frage. Nun muss jeder Kandidat in seinem Gerät eine Zahl eingeben. Wer näher an der Antwort ist, bekommt den Punkt. Und nun die Frage. Durch wie viele Zeitzonen geht Russland? Bitte schreiben Sie die Antwort in Ihr Gerät. Die Zeit beginnt jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Zeit ist abgelaufen. Bitte legen Sie Ihre Geräte beiseite. So, sehen wir uns die Ergebnisse an. Dennis Antwort lautete 10 und Falkos Antwort lautete 12. Die richtige Antwort ist 11. Leider hat keiner von euch beiden den Punkt bekommen. Oh, liebe Zuschauer, leider ist unsere Sendezeit für heute zu Ende.
Ich hoffe, ich schalte auch nächste Woche wieder ein zu unserem großen Finale. Bin ich jetzt dran? Also ja, ich komme halt aus Bautzen und fahre halt gerne Fahrrad, aber ich hasse Senf und aber nicht so viel Fahrrad. Der Kandidat, der die Frage richtig beantwortet hat, bekommt einen Punkt. Wenn keiner die... Mal weg. Aber eigentlich ist das... Meine Güte! Bitte legen Sie Ihre Geräte beiseite. Danny, wie haben Sie es diesmal entschieden? Bitte erklären Sie doch, warum. Ich habe... Das auch schon jetzt? Ja, hat man doch gerade gesagt, bist du... Die Kamera läuft. Willst du mal eintippen oder bist du total... Läuft. Action!